Wie ihr schon wisst, gibt es beim Hero Fest viele Cosplayer. Cosplayer verkleiden sich oft nach Vorbildern aus Serien, Filmen oder Geschichten, die sie besonders mögen. Das Star Wars-Franchise spielt dabei eine bedeutende Rolle, da es den Fans ein großes und vielfältiges Universum anbietet, worin sie sich kreativ austoben können. Beim Hero Fest gibt es eine große Anzahl an Star Wars-Fans und wir hatten die Gelegenheit, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Hallo, ich bin Daniel, mache Cosplay Star Wars, hauptsächlich Balan Skull aus der Serie Ahsoka Tano. Hallo, ich bin Cornelia und ich cosplaye die Cara Dune von Star Wars Mandalorian. Ich wollte fragen, habt ihr euer Cosplay selbst gemacht? Zum Teil genäht, aber vieles auch separat machen lassen und bestellt aus dem Internet. Also ich habe den größten Teil selber 3D gedruckt, aber die Dateien habe ich gekauft und nicht selber erstellt. Und und selber genäht, was ging. Wie lange hat es gedauert, bis euer Cosplay halt komplett war, dass ihr es gemacht habt? Komplett? Boah, bei mir war es 3 Monate. Doch, ja. Mit dem Drucken und ja, alles, was dazugehört, etwa 1 Monat. Dann hat es viel gekostet. Man sollte schon ein bisschen mit Geld rechnen, dass es ein bisschen kostet, auch das Material, auch beim Selbermachen. Zuschneidern, Stoffe kaufen und. Gewisse Versuche gehen schief und da muss man eben wieder von vorne anfangen und wieder neu kaufen, gewisse Sachen. Also es ging jetzt mittelmäßig vom Preis, da wir vieles selber machen konnten und schon vieles zu Hause hatten. Genau. Und weshalb habt ihr diese Cosplays ausgewählt? Für mich ist es altersbedingt und vom Aussehen auch. Ich kann nicht wirklich einen Anime-Charakter machen oder so. Wäre zwar cool, aber Star Wars ist einfach, hat viele Charakterenmöglichkeiten, wo ich mich auch wohlfühle. Und Balan Skull war perfekt für mich. Ich machte einfach Cara Dune, den Charakter. Und sieht mir vielleicht ein bisschen ähnlich oder ich ihr. Es war nicht so groß im Aufwand. Genau. Und findet ihr, dass ihr euer Charakter ähnelt, auch von der vielleicht von Persönlichkeit her und Aussehen und so? Das spielt sicher auch eine kleine Rolle. Für mich war es auf jeden Fall, als ich Balan Skull gesehen habe, das erste Mal in der Serie, wusste ich, dass ich ihn cosplayen würde. Schon auch vom Charakter her. Ja, ich kann mich schon ziemlich mit ihr identifizieren. Sie ist eine taffe Frau.